Hallo und herzlich willkommen in der mystischen Welt. Heute befassen wir uns mit der Seherin Baba Vanga und ihren prophetischen Fähigkeiten. Baba Vanga ist eine bekannte bulgarische Prophetin, die angeblich den Untergang des U-Bootes Kursk, die Explosion des Kraftwerks von Tschernobyl und sogar den Tag ihres eigenen Todes genau vorhergesagt hat. Obwohl sich angeblich viele ihrer Prophezeiungen nicht bewahrheitet haben, hat sie immer noch viele Anhänger, die ihre Vision in den jüngsten Ereignissen bestätigt sehen. Was wird nach Meinung von Baba Vanga im 21. Jahrhundert passieren? Was erwartet die Menschheit? Und wann kommt das Ende der Welt? Doch zunächst, wer war Baba Vanga? Baba Vanga, eigentlich Vangelia Pandeva Dimitrova, wurde am 31. Januar 1911 in Strumica geboren. Sie verlor früh ihre Mutter und wurde während des Militärdienstes ihres Vaters von ihren Nachbarn versorgt. 1923 wurde sie als Teenagerin bei einem heftigen Sturm verletzt, wodurch sie ihr Augenlicht verlor. Ihre angeblichen prophetischen Fähigkeiten manifestierten sich, bevor sie 30 wurde. Anfangs sagte sie die Zukunft der Menschen aus der örtlichen Gemeinde vor. Aber je mehr Prophezeiungen wahr wurden, desto mehr Menschen suchten Rat bei ihr. Baba Vanga wurde schließlich so berühmt, dass Prominente begannen, sie zu besuchen. 1942 kam der bulgarische Zar Boris III. Zu ihr, um Rat einzuholen. Ihr werden viele Visionen und Prophezeiungen zugeschrieben, die angeblich wahr wurden, aber auch viele vergessen, die in der Realität nicht bestätigt wurden. Baba Vanga soll unter anderem die Explosion des Kraftwerks von Tschernobyl oder den Angriff auf das World Trade Center vorausgesagt haben. Gleichzeitig kündigte sie den Ausbruch des Dritten Weltkriegs im Jahr 2010 oder die Entvölkerung Europas bis 2016 an. Viele Menschen ziehen es vor, nur auf die Details ihrer Vision zu achten, die mit der Realität übereinstimmen. Verpasste oder verfehlte Prophezeiungen werden schnell von denen vergessen, die an die außergewöhnliche Kraft von Baba Vanga glauben. Baba Vanga, eine umstrittene Figur? Die Medien berichteten, dass die Frau an politischer Manipulation beteiligt war. Laut The Independent beriet Baba Vanga die Führer der bulgarischen kommunistischen Partei und wurde sogar von Politikern benutzt, um ihre Agenden umzusetzen. Sie sollte mit Daten des bulgarischen Geheimdienstes das Vertrauen der Besucher gewinnen und im Rahmen einer Kooperation mit der Regierungspartei Politiker beeinflussen und manipulieren. Baba Vanga starb am 11. August 1996 und hatte angeblich ihren Todestag vorhergesagt. Kommen wir jetzt zu Baba Vangas Vorhersagen für 2023. Laut Baba Vanga wird das Jahr 2023 voller Katastrophen sein. Das nächste Jahr hat es also in sich. Ein Atomkraftwerk soll explodieren, ein Geburtenverbot verhängt und die Erdumlaufbahn verändert werden. Außerdem erwartet uns ein Sonnentsunami, der massive Stromausfälle verursachen wird. Laut Baba Vanga wird 2023 auch an biologischen Waffen geforscht, an deren Folgen Hunderttausende Menschen sterben könnten. Die Visionen der bulgarischen Hellseherin betrafen viele Ereignisse, sogar aus der fernen Zukunft. Was sie darin sah? Anscheinend soll im Jahr 2028 eine neue Energiequelle gefunden und ein bemanntes Schiff zur Venus geschickt werden. Leider wird es dieses Jahr auch eine Hungersnot geben. Im Jahr 2033 werden die Polarregionen abschmelzen, wodurch der Meeresspiegel ansteigen wird. Die Mitte des 21. Jahrhunderts wiederum ist für die Welt eine Zeit der wirtschaftlichen Wiedergeburt. Nach ihren Prophezeiungen wird Europa dann überwiegend muslimisch sein.
Es wird eine Zeit der Entwicklung von Wissenschaft und Medizin sein. Und die Organtransplantation, die die Menschen von Grund auf lernen werden, wird die beste Behandlungsmethode werden. Berichten zufolge sagte Baba Vanga voraus, dass Klimawaffen im Jahr 2066 eingesetzt würden und dass die klassenlose Gesellschaft 10 Jahre später zurückkehren würde. Im 21. Jahrhundert wird die Menschheit immer noch mit einer neuen Krankheit kämpfen. Aber im Jahr 2097 wird ein Heilmittel gefunden werden. Baba Vangas Vorhersagen über das Ende der Welt. Baba Vanga sah in ihren Visionen angeblich eine sehr ferne Zukunft. Ihre Prophezeiungen betreffen auch das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Nostradamus des Balkans, wie Baba Vanga von ihren Anhängern genannt wurde, sagte voraus, dass im Jahr 5076 die Grenze des Universums entdeckt und 2 Jahre später beschlossen würde, sie zu überschreiten. Wann wird die Welt untergehen? Nach der Vision von Baba Vanga soll es im Jahr 5079 stattfinden. In den Jahrhunderten, die uns von diesem Moment trennen, wird noch viel mehr passieren. Aus Baba Vangas Prophezeiung können Sie unter anderem erfahren, dass die Menschen im nächsten Jahrhundert eine intelligente Zivilisation von jenseits der Erde kontaktieren werden, ein neues religiöses System entstehen wird und eine Kolonie auf dem Planeten Mars die Unabhängigkeit von unserer Erde fordern wird. Ich möchte aber auch daran erinnern, dass Baba Vanga eine Analphabetin war. Sie sprach auch einen schwer verständlichen Dialekt. Ihre Prophezeiungen wurden von der Familie niedergeschrieben. Viele von ihnen haben sich nicht erfüllt, daher ist nicht bekannt, was mit den nächsten passieren wird. Man sollte sich ihnen auf jeden Fall mit großem Abstand nähern. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr über die europäische Prophetie erfahren wollt, hinterlasst gerne einen Kommentar, drückt auf die Glocke, liked und vergesst nicht zu abonnieren.